letzte Mal hatten wir so ein kleines Problem schon. Ja, ein kleines Problem schon, weil ich nicht wusste, was wir da gesucht haben. Violettes Gelee-Häubchen. Was könnte das denn sein? Also, es ist so gesehen nichts Wildes, wenn man erstmal weiß, was es ist. Aber man muss es halt auch erstmal wissen. Geht es über sie? Das violettes Häubchen ist mir ja nichts anderes als. Violettes Gelee-Häubchen. Pilze. Ich habe mich schwer getan. Ich habe mich nochmal fucking schwer getan. Da sehe ich ein paar Pilze. Ich dachte so, jo, ich hab's, aber nö. Ein paar stinknormale Pilze, die wir. Na komm her. Erstmal die täglichen Streicheleinheiten. So gesehen. Dinge, die, wenn man nicht dran denkt, man hat es ja irgendwann mal gelesen gehabt, dass das Häubchen sind. Aber da muss man halt auch erstmal dran denken. Zähne. Die alle. Aber jetzt würde ich fast sagen, ich habe ein bisschen Zeit verschwendet. Ladies Miasma. Ebene 25. Die anderen Ebenen sind eigentlich total egal gerade. Wenn man eigentlich jetzt direkt hier hingehen kann. So, abgeben. Leuchtet. Keine Angst im Gesicht. Doch verschont wirst du nicht. Aufgabe einlösen. Sauber, aber süß. Ah, wer ist da? Oh, du bist gekommen.
Du hast die Zutaten mitgebracht. Wunderbar. Gib sie mir und ich werde uns ein Festmahl kochen. Lauf los und lass der Boletal seine Zauberkünste einsetzen in der Küche. Komm morgen wieder und dann essen wir zusammen. Danach kümmere ich mich um die Sache mit den Miasma. Morgen werden wir schlemmen, nur so können wir das Miasma verjagen. Kirschblütentapete, Kirschblütenblüte, neues Rezept, ja schön. Kirschblüten, hey, aber ich nicht dagegen. Nein, eigentlich direkt raus. Was er am nächsten Tag ist. Der Feenacker. Wir haben den Feenacker freigeschalten. Wir können zwar noch nicht hin, aber wir haben ihn freigeschaltet. Gut, es ist zwar jetzt noch nicht so spät, hier ran. Die Tiere haben uns aber so weit gekümmert, deswegen machen wir das, was sinnvoll ist. Schlafen. Kann man jetzt als Übergang. Marktergebnisse. Zauberstab. Flamme mal zwei. Okay. Boletal war sehr erfreut, als sie am nächsten Tag auftauchte. Dieser Naturgeist hatte die Nacht über gekocht und mich zum Essen eingeladen. Boletal hatte keine Ahnung, dass der bunte Rauch den Menschen schadet. Ich wurde aufgefordert, zurückzutreten, und die Magie begann zu wirken. Als nichts passierte, begann Boletal zu fluchen und zu jammern. Ich erzählte davon, wie mein Zauberstab Neppi geholfen hatte. Das zeigte Wirkung und ich spürte, wie die Magie durch mich floss. Ich hielt meinen Zauberstab hoch und spürte, wie sich die Magie entfaltete. Das Feenfeuer entzündete die Fackeln und versiegelte das Miasma in den Ruinen, woraufhin es verschwand. Als das Tor geöffnet und das Miasma beseitigt war, kamen die Elfen endlich wieder zurück nach Azoria, nach all diesen Jahren. Boletal meinte, ich sollte zum Marquis gehen, vielleicht hat er mir ja etwas zu erzählen. Fest und Feierlichkeiten. Angelhaken und Schnurfest? Du kannst hier jetzt Feenfeuerzauberspruch benutzen, öffne das Zauberrad mit, um ihn zu auszufüllen. Okay. Yes, yes. Feenfeuer und Strudel. Aua. Okay. Ich kann mir damit selber wehtun. Blöder Zauber. Vielleicht. Das Wichtigste zuerst.
Okay. Damit geht's also immer noch nicht auf. Also wir können... Ja, scheinbar können wir die immer noch nicht. Wäre eigentlich ganz lustig gewesen, wenn man wirklich dann so jetzt die ganzen Minen hätte öffnen können, aber nein. Halt wird denn hier auch noch. Gut. Das war zu erwarten. Wir sollten vielleicht dann auch mal ein bisschen mit dem Feld. Ja, mit dem Feld dann anfangen. Aber erstmal ist jetzt wichtig. Erstmal Tiere. Ja, ist ein bisschen überstürzt. Aber nur ein klein wenig überstürzt bin ich ja los. Komm her, ich bürsch. Giftige 9. Was haben wir? Was kann alles? Dass Miasma jetzt weg sein sollte. Sollte. Das ist immer halt die Sache, es sollte. Auf jeden Fall haben wir den Feenacker jetzt. Die Frage ist, was brauchen wir für den Feenacker? Und wir hätten ja auch noch ganz oben noch beim Wintergebiet das Ding freigeschalten eigentlich, aber wird uns nicht angezeigt, weil ja. Jetzt, die sollen da noch nicht hin. Na komm. Hier ist immer noch Miasma. Bisschen zumindest. Also. Okay. Also brauchen wir trotzdem noch Tränke, wenn wir da reingehen. Das ist nicht ganz perfekt. Vielleicht ändert sich das noch ein bisschen. Pilzen hier, Violett, Chili. Wenn man es erstmal weiß, Hallöchen. Ich hoffe, die Fische beißen auf diesen Angelhaken und Schnurfest dann. Oder laden. Grüne Ziniesamen. Magentafarbene Waldbild. Blau hier, das Tintchen. Ah, da bist du ja. Jetzt ist die ideale Zeit, um an den Strand zu gehen und Venusmuscheln zusammen. Aufgabe. Bei den Musen, deine Aura ist außerordentlich positiv. Redest du auch mit Pflanzen? Entschuldige, ich war etwas forschend. Ich bin Aspode? Ja. Ein Name mit guter Energie. Er gefällt mir sehr. Ich spüre, dass wir uns an den Pflanzen ein Vorbild nehmen können.
Wir nehmen Energie auf und wachsen langsam zur besten Version ihrer selbst. Möchtest du versuchen, die Pflanzen des Feenreiches anzubauen? Natürlich! Nutze den Verwandlungsdünger, um im Feenreich Rüben in Frostrüben zu verwandeln. Du kannst sie auch anderswo züchten, indem du Feenbodenbeete anlegst. Sie brauchen auch Liebe und Wasser. Habe ich etwas vergessen? Nein, Wasser habe ich ja erwähnt. Okay, zeig mir deine Pflanzen. Ziele, Ernte, Frostrübe. Wir kriegen Geld dafür. Dann werde eins mit den Pflanzen, ernte Frostrüben und berichte mir von deiner Erfahrung. Ebenso wie sich die Zweige des Flatterbaums winden, gibt es auch sonst verschiedene Wege, eine Sache anzugehen. Wenn du Spriggans in deiner Obhut hast, kannst du ihre Blätter verwenden, um Feenbeete anzulegen. In diesen Beeten können Feenpflanzen auch außerhalb unseres Reiches wachsen, aber es ist natürlich viel einfacher, sie hier anzupflanzen. Dann brauchst du keine spezielle Erde, sondern musst dich nur wie bei jeder anderen Pflanze darum kümmern. Dabei kann etwas wahrlich Erstaunliches herauskommen. Wie du das erreichst, bleibt ganz dir überlassen. Moment. Rezepte. Eingetopfte Feenpilze. Na komm. Oh, das war hier. Sandfarben Stricktipp. Sandfarben Stricktipp. Rosenquarzsiegel. Gut. Schnörkelzaun aus Sporn. Holz. Blaumblauer Strickteppich. Licht dahin. Spornholzzaun. Feenholzkorb. Ein Feenwagen. Das Ding ist zu. Oh. Zugriff auf unser Lager. Vor allem wieder Haufen zum Sammeln. Komm her. Du doch. Ich will dich doch noch. Die geben halt so gut Prozent. Also gut, ich gehe. Jetzt haben wir hier die Brücke aktiv. Jetzt müsste ich etwas überlegen, wo ist noch sowas. Hallöchen, ich hoffe, die Fische beißen uns den Angelhaken. Und Schnuff. Schreinereidienste. Bitte wähle eine meiner Schreinereidienste. Haus zu besten. Wo nur das? Ja, wir haben nicht genug. Aber 4000 sehe ich auch noch nicht. Wir kommen erstmal unsere Werkzeuge dran.
Komm. Jetzt, wo das Ganze mir erstmal weg ist und alle wieder da sind. Ist zwar schön und so. Aber. Fang euch trotzdem. Vor allen Dingen, es könnte ja sein, dass wir irgendwie was vergessen haben. Irgendwie eine Rezeptrolle oder so. Könnte ja gut sein. Na. Marquis, mir ist nicht ganz klar, warum du dich in die Angelegenheiten des Feenreiches ein. Aber ist es nicht geistlich unerwünscht? Aufgabe löst. Rein Tisch machen. Kapitel 5 abgeschlossen. Hey. Das schon Kapitel 5 ist. War ein Haufen neue Rezepte wieder. Na komm. Oh. Das ist ja jetzt erst. Das hat wieder einen Haufen. Haufen Florin gebracht. Gesehen, die nächsten Werkzeuge kommen. Ich ja jetzt. Dass ich sowas bin. Biene, komm her. Die Biene höher als wir. Ja auch mir erstmal in Überfluss. Was auch immer das hier ist. Ah, es ist definitiv einfach, ohne diesen Dornenweg durch die Gegend zu schlendern. Danke. Hier Zuchtdienst, okay. Das ist uninteressant. Ah, da bist du ja. Du sollst dir ansehen, was ihr im Rathaus für die das Anhang kaufen und verkaufen. Ich habe Lune und Spriggen zu verkaufen. Wenn du mir diese Tierarten bringst, kann ich die sie dir abkaufen. So. Ein Lunen. Okay. Was aber mit 400 und Spriggen. Also eine Pflanze und ein Feenhase? Ach, das ist so gesehen die Pflanze so. Das ist so eine Art Feenhase. Ein mysteriöser Freund, der Seide fallen lässt. Ein Wald von der Blätter abwirft. Das ist doch nicht für was ich die brauche. Komm doch mal her. Wie die Brüste tief. Sehr schön. Schutzschild.
das nennt man Arbeiterbienen. Bleib doch stehen. Dann halt nicht. Er wollte halt nicht. Sollten uns halt auf das nächste Netz wahrscheinlich holen. Das müssen wir halt dann erstmal gucken, wie teuer der ganze Spaß wird. Das mit der Brücke jetzt ist schon mal ganz angenehm. Wir brauchen zwar jetzt noch Rosenquarzsegel. Das kriegen wir schon hin. Wenn wir schon alleine für die Schnellreise ja wollen. Na komm doch her. Sonst hier? Müsste es ja draußen eigentlich auch jetzt besser sein. Nett. Ich bin halt immer 100, deswegen sammle ich die. Wo die gut nichts gehen. Und die größte Frage ist, gab es noch irgendwelche Orte, wo wir das mit den Feen, wo wir das benutzen können? Dann ist es mir erstmal hier weg. Ist die Frage, was das nächste auf uns zukommt. Hier würde sich es halt auch anbieten, so eine Brücke war. Brauchen wir keine anderen, oder was er gesagt? Können sie uns eh nicht leisten? Also zumindest wüsste ich es jetzt nicht. Und dann gehen nämlich mit. Komm. Na, ich... Damit haben wir dann so gesehen drei Farmen oder zumindest drei Standorte. Dann so gesehen einmal das normale hier unten, wo man eh anfängt. Dann haben wir hier noch wieder den Standort und den Feenreich, wo man dann anpflanzen kann. Neue Post! Gut. Jetzt werden wir dezent überschüttet. Kapitel 6. Schnee, Sturm, Jammer. Ich freue mich. Herbst. Entfälle alle verblühten Pflanzen und pflanze deine Herbst. Gut. Die tun ja eigentlich, das ist spannend. Okay. Ich lassen können.
Roter Mangold. Alleine wollen wir den noch nicht haben. Die Heidel, Liebele. Die Kratzbären. Das ist so gesehen, wie ja jeder Jahreszeit bestimmte Bären. Wir sollten erstmal uns um die Tiere kümmern und um die Briefe. Wenn ich sie frage, kommen die dann überhaupt aus Richtung Winter und so? Oh. Wir werden es ja noch sehen. Eigentlich wollte ich das Hühnchen. Ja gut, dann kommst du erstmal ran. Oh, guckst du, das soll deswegen funktioniert. In der Rucksack voll ist, da kann man halt. So viele haben wir doch gar nicht gesammelt. So ein bisschen. Das ist direkt besser aus. Natürlich wieder mit Rohbaumwolle. Bis jetzt für ein paar Möbel und so was. Wir müssen halt um die Feldarbeit ein bisschen mehr kommen. Vor allen Dingen wissen Karten. Feiste Hochebene. Jetzt haben wir nämlich schon den Teleporter. Den haben wir einfach mal hingesetzt, ohne dass wir da groß was machen konnten, weil wir einen Wärmetrank hatten. Neue Versandverträge verfügbar. Hey Herzchen, heute ist es wieder der schönste Tag der Woche. Neue Schiffe im Hafen bieten neue Verkaufsmöglichkeiten. Wirf einen Blick auf die neuen Versandverträge an der Tafel. Da schreit nach Umsätzen. Jade, die Versandbesitzer. Alles ist wieder für jede Jahreszeit Herbst. Endlich ist Herbst, Azuriane, und ihr wisst, was das bedeutet. In jeder neuen Jahreszeit könnt ihr neue saisonale Pflanzen anbauen. Im Herbst gibt's rote Beete, Rotkohl, Kürbisse. Mehr schaut einfach im Laden vorbei und schnappt euch den Verwandlungsdünger. Und wenn ihr mehr Zeit als Geld habt, könnt ihr auch euren eigenen herstellen. Ich freue mich schon darauf, eure Herbsternte zu bestaunen. Ja gut, rote Beete, Rotkohl und Kürbisse. Also Kürbisse ist okay, rote Beete und Rotkohl. Deine neue Fähfarm bauen. Sakotoro, der Marquis, hat mich gebeten, dir ein paar Tipps für deinen neuen Bauernhof in Feenreich zu geben. Die Dinge funktionieren hier nämlich ein bisschen anders, aber keine Sorge, ich werde dir alles erklären. Wenn du auf diesem Bauernhof den Verwandlungsdünger einsetzt, verwandelt sich deine Feenfrüchte in Feenfeldfrüchte. Du findest dort auch ein Feengehege, in dem Luhn die Seide produzieren und Spriegens die Blätter schenken, untergebracht werden können. Und zu guter Letzt
kannst du überall auf Feenboden beten, Feenfeldfrüchte anbauen. Wenn du ein paar Tierfreunde kaufen möchtest, komm zu mir in meine Höhle. Der Angelhaken und Schnurfest ist zu Ende. Kumpel, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, aber leider ist das Angelhaken und Schnurfest für dieses Jahr vorbei. Gib nächstes Jahr dein Bestes, dann meisterst du vielleicht diese Herausforderung. Ich habe mich nicht wirklich drum gekümmert. Sei hier Gast, Frieda. Du hast schon so viel für uns und Azuya getan. Hättest du Zeit, mir eine weitere kleine Sache unter die Arme zu greifen? Komm doch zu mir in die Schenke, Herzchen. Bis später. Wieder. Okay. Was auch immer Frieda da möchte. Monarchfalke. Hallöchen, ich freue mich, wenn Leute, wenn neue Leute unserer kleinen Gemeinschaft werden. Okay. Uninteressant. Der Mongold, nehme ich mit. Von jetzt auf einmal ist hier jemand da. Die Teleporter hatten wir ja halt schon freigeschaltet, aber wir können eh keine Tiere oder sowas fangen, weil unser Netz und so zu schwach ist. Hallo, suchst du noch etwas? Nichts geht über hochwertige Bergfelleis. Es ist doch das beste Eis in ganz Azoria. Okay. Ja, ich weiß, es ist kalt und ohne Wärmetrank kann ich da nichts machen. Aber Wärmetränke kann ich wahrscheinlich... Oh, Moment. Regenwolke. Ja. Krank können wir nicht herstellen. Wir haben den nur gefunden bis jetzt. Ja, wir müssen eh das Werkzeug dann upgraden und auch das Netz upgraden. Angel wäre wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt. Was? Oder für das Herz, das ist eigentlich ganz gut. Aber das Wichtigste ist der Werkzeug. Jetzt, wo das mir jetzt schon ist, ja, das ist ein Laden. Wir haben zwar noch nicht alles. Silberbahn, 4 Stück und 2, 5. Gut oder nicht gut. Wir brauchen ein bisschen Money. Und Schaufel müssen wir so oder so upgraden. Also brauchen wir auf jeden Fall irgendwie. Um mit ein bisschen Gold machen. Aber Silberbahn ist eigentlich nicht das Problem. Müsste ich mal gucken, was wir haben. Das ist abgelaufen. Ich habe keine Lutscher.
Ja gut, dann halt nicht. Hallöchen, gut gemacht, du kleine Landratte. Jetzt wird kein anderes Schiff mehr das gleiche Schicksal leiden wie meine arme Grace. Okay. Mir sind einige meiner Grundzutaten ausgegangen. Kannst du welche für mich besorgen? Kirschen im Visier. Liefere er die rotes Marmorkirschen. Vielen Dank. Schau, du bringst dir diesen Seemann so viele Freude wie eine fette Fischball. Oh, nicht. Marmorkirschen habe ich noch gerade nicht dabei. Ich bin nicht wieder zu sehen. Ich habe gerne erwartet, aber es ist schon ein bisschen langweilig, jeden Tag die gleichen Dinge zu sehen. Könnte man das auf jeden Fall dann noch nutzen? So eine Idee. Das war zu weit. Aber es gibt auch hier so eine kleine Insel, wo man und zwar auch so darauf. Genau hier könnte es sein. Auch nicht. Oh, ich hätte den Sieg eigentlich mal machen können. Zucker, Windeln, Zucker. Gut. 25? Chip. Ah, gut. Ist halt. Und zwar viel, aber oder erstmal sehr schön. Dann der ein. Großen Kristall, sehr schön. Die alten Deal, die wir dann aus Versehen doppelt gemacht haben, die können wir einfach verkaufen. Brauchen wir ja nicht. Ich habe aus Versehen ein bisschen zu viel gemacht. Vielleicht bringen die uns ja ein bisschen was. Das Einzige. Der Bieter des Silbersiegels ist das Einzige, was wir behalten sollten. Leichter Nebel.
mal her. Lass sie doch fangen. Noch mehr von den ganzen Fähnen. Ja. Ja. Ja, beginnen wir. Wollen wir ja. Jetzt haben wir die Schnellreisepunkte auf der Seite zu Breitburg. Hochebene haben wir teils zugesehen, teils. Mäßig. So, bei Frieda. Nein, wieso benutze ich nicht den Teleporter? Weil ich ja noch ein bisschen was vorhab hier unten. Na. Na, kommt doch her. Oh, wir gehen natürlich auf die letztmögliche Ebene, das wäre 21. Leider müssen wir immer noch kriegen. Ja. Leider müssen wir ja noch immer noch was rein. Das geht besser, würde ich sagen. Dann mir hier das dann auch einbilden. Ich würde sagen, der macht jetzt auch mehr Schaden wieder. Mann, das ist richtig, wo ich mehr auf die Zeit achten soll. Aber gut. Brauchen halt die hier noch. Aber nicht zu knapp. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ist also damit auch dann weg. Gut.
Hier ist man nicht so rumtrödel. Aber wir sollten Estral. Haben wir genug, um noch einen Pferd zu stellen? Ja. Und den hier. Da brauchen wir ja noch ein paar. Heißt aber, wir brauchen auch noch ein paar Trinkkleider. Mach mal einfach rein. Und wir brauchen auch Silberwaren. Okay, wir brauchen Haufen Silber. Ich habe nicht genug gefahren. Wie konnte das nur passieren, dass ich nicht genug gefahren habe? Ich weiß es nicht. Frische Luft holt euch ja selber. Irgendwas ist dazwischen. Bye bye, Ida. Wieder ist an den Block. Weststadt. Wieder, wir kommen. Okay, da bist du wieder. Kakao. Hast du schon etwas auf den Markt gekauft? Alles, was du nicht brauchst, kannst du in Münzen verwandeln. Aufgabe 1. So einfach wie Tee kochen. Es ist mir immer wieder eine Freude, dich zu sehen, Sakutaro. Setz dich doch einfach fein durch. Danke, dass du gekommen bist, Herzchen. Ja, ich hatte wirklich viel zu tun. All das neue erschlossene Land rund um uns herum lockt eine Menge neuer Gäste in unsere Gasthaus. Sogar so viele, dass meine Vorräte gar nicht reichen, um sie zu bedienen. Ich schnappe mir jeden Abend so viel wie möglich von den Marktlichen, aber es reicht nicht. Deshalb habe ich eine klitzekleine Bitte und nur eine klitzekleine Bitte an dich. Ich möchte meinen leckeren Frosteistee verkaufen, aber ich kann mir die Frostdistel dafür nicht mehr beschaffen. Reibst du welche auf? Wunderbar. Leider wächst sie oben im Norden, wo die Schneestürme wütet. Aber du hast ja schon Schlimmeres erlebt. Danke, Sakutaro. Ein erfrischender Gefallen. Könntest du mir bitte eine Frostdistel bringen? Sie wächst im Norden, aber sei gewarnt. Die Suche ist nicht so einfach, wie du vielleicht denkst. Ziele, begib dich dorthin, wo es kalt ist, um eine Frostdistel zu finden. Belohnung? Ja, Belohnung hält sich fest. Ich kann die eh nicht ernten. Wenn ihr Frost ist, ne? Ich dachte, ihr verkauft das Zeug.
brauchen halt, ob wir wollen oder nicht, das bessere Werkzeug erstmal. Der Spiritziegel. Vielleicht nicht so wert. Der Hermann ist Kupfersäge. Der Hermann ist Spiritziegel. Spiritziegel. Sich leider überhaupt. Wegen Green reicht Silber Farm, bisschen Geld nebenbei versuchen zu machen. Ja. Und nicht auf erste Ebene anfangen. Wenn wir schon auf 22 können. Ja. Lass mal einen Trank rein. Brauchen ja. Und du kommst auch mal. Ach nein. Ihr seid so nervig. Zumindest, die geben halt auch Silbererz. Ich will ja nicht meckern. Damit brauchen wir dann noch die eine Ebene. Ich hoffe, dass wenigstens
dass mir erstmal komplett weggeht. Oh. Dann kann ich alles haben. Das hat er nicht zu leicht. Es sieht doch mal schön aus hier. Immer so an den Baum die kleine Rohstoffkette. Große Frage ist eigentlich. Erstes so ein bisschen abreden. Leider auch den Abschnitt überspringen. Das ist die ja, was wir machen wollten. Nein, da. Wir haben zwar nicht mehr viel, aber. Hier kommen wir eh nicht, weil wir es haben. Ach nein. Das hätte mir wenigstens noch erspart. Ja. Hätte mir erspart werden. Oh nein, nein, nein. Wird mir nicht hier erspart. Ich komme hier direkt. Ach nein. Warum hast du dich nicht gleich bewegt? Und ernsthaft, warum hat die sich nicht gleich bewegt? Hallöchen. Und wir müssen hier raus. Das ist zu giftig für uns. Und ich jetzt gerade keinen. Ja, ich hab keinen Trank. Ohne Trank wird das nicht. Erstmal nach Hause. Ja, noch mal zur Zeit, aber. So, wir brauchen wieder Zutaten. Gut. Zucker. Oh, es geht bald ganz gut und selber. Landbrot. Pilzomelett, geröstetes Gemüse. Ach Gott, jetzt kommen die ganzen. Jetzt kommen hier die ganzen Rezepte. Und wir brauchen
Gut, hier. Passt ja. Konnte weiter im Regen stehen, aber eigentlich kann man auch schlafen. Moment. Ja. Einen brauchen wir. Nur den einen. Und heute gibt es auch ein bisschen Cash. Nur ein bisschen. Und erstmal zu den Tieren. Wollhäschen. Den noch bürsten. Routine, die sich ein bisschen eingeschlichen hat. Und ein Haufen Zeug, was wir aktuell nicht mitschleppen. Da wo ein Haufen mitschleppen. Und wir müssen ja... könnte sein, dass wir noch mehr Tränke herstellen müssen. Muss man halt... Gut. Müssen wir halt ein bisschen Gras noch dran. Ich würde mal sagen, wir gehen dann erstmal unser Bergwerk abdrehen. Die Sache ist halt, wir sollen Frostkiste. Ich meine, eigentlich war das Blödsinn, wenn das doch direkt. Ich spare mir den Weg. Da. Problem ist. Ja, es ist halt zu kalt. Blümchensee habe ich gerade gesehen. Da schon Blümelis. Oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall hatten wir noch nicht. Eine erfrischende Gefallen für die Belohnung. Ja. Nein. Ein erfrischender Gefallen. Ich hab keine Ahnung. Was für ein erfrischender Gefallen. Irgendwie was angestellt. Sido. Sido. Hast du mich da gerettet oder was? Bin mir nicht sicher. Hallöchen. Es hat mir zwar Spaß gemacht, dem Wasser beim Herumwirbeln zuzusehen, aber es ist wohl das Beste, dass du die Strudel losgeworden bist. Aufgabe einlösen. Ein erfrischender Gefallen.
Was für eine Ehre, dich wiederzusehen, Dr. Tobit. Zieh dich die Gefahr an. Ist das der Grund, warum ich dich nur an den gefährlichen Orten vorfinde? Frostdistel, ich kenne dieses Pflanzer, aber keine Chance, dass du den Sturm lange genug trotzen kannst, um sie zu finden. Vielleicht ist das eine Aufgabe, die man am besten nicht zu Ende bringt. Wie wichtig kann so eine Frostdistel schon sein? Nein, du sollst die lieber umkehren. Du wirst es aber trotzdem tun, oder? Möge dich die Mutter der Waldlichter beschützen. Okay, da du entschlossen bist, sollten wir über die Lösung nachdenken. Aber ja, natürlich, warum ist mir das nicht früher eingefallen? Es gibt bestimmt einen Trank, der dich warm hält. Ich glaube, Orlich, der Eisverkäufer, hat seinen alten Laden wieder aufgemacht. Er weiß bestimmt, wie man etwas braut, um deine Knochen warm zu halten. Ernsthaft, jetzt? Gut. Eisbrechen. Oben in den Bergen ist es furchtbar kalt. Aber du musst unbedingt die Gegend erkunden, um die Frostdistel zu finden. Vielleicht kann dir Orlich, der Eisverkäufer, dabei helfen, Tränke gegen die Kälte herzustellen. Ich hab sogar den Teleporter hier schon freigeschalten, verdammt. Aber gut. Vorlich. Brauchst du etwas? Ich sollte dir danken, dass du die Dornen entfernt hast. Ah ja. Aufgabe einlösen. Eisbrech. Hallo und willkommen zurück in Orlichs Eisdiele. Wie schön dich zu sehen. Becher oder Waffe? Tüde hat dich geschickt, um einen Trank zu besorgen. Du bist also nicht wegen des Eises hier. Och, das ist aber wirklich schade. Ich war so aufgeregt, wieder Kundschaft zu haben. Seit, naja, das weiß ich nicht mehr so genau. Schon gut, ich weiß genau, welchen Trank du brauchst. Bist du sicher, dass ich dich nicht für ein Stück kunstvoll gefertigtes Eis begeistern kann? Nur ein Scherz, sei denn... Ja, schon gut. Bleib bei der Sache, Orlich. In einer dieser Ecken habe ich genau das richtige Rezept für dich. Jetzt wurde es erwähnt, könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Könntest du mir etwas holen, während ich nach dem Rezept für den Trank suche? Ich könnte jetzt wirklich einen Milchtee gebrauchen. Kannst du mir einen machen, während ich suche? Schneegeschäft. Puh, ihr Abenteuer und eure epischen Aufgaben. Ein warmes Getränk wäre mir lieber. Ist das zu viel verlangt? Liefere Orlich Milchtee. Ich hab keine Milch, mein Guter. Ich hab nicht mal eine Kuh. Das war der falsche. Und das Getränk wäre hier. Milchtee. Milch. Ja. Gut. Ob ich will oder nicht, wir brauchen Milch. Heißt, wir brauchen einen neues Tierchen. Anstatt Elde den Weg mal zu nehmen. Man könnte es ja einfach haben. Man könnte. Oh, das eine bringt Wolle, das andere bringt Milch. Du müsstest es gewesen sein. Genau. Ich habe mit Mamu und Wollhorn ihre gekauft. Ein starker Freund der Milch gibt. 300. Ich hab was von dem.
So, komm her. Folge mir. Ich vergehe aus. Ach, funktioniert ganz gut. Oh ja. Muss ich ja. So, eintragen. Nicht registriert. So. Jetzt bist du aber registriert. Und wir stehen. Sehr schön. Oder darf ich nicht? Ich dachte, das ist der erste Slot. Ja, dann ist das nicht der erste Slot, dann ist es. Verschieben wir dann nochmal. Moment. Ja, zufrieden müsstest du ja trotzdem sein. Also meine ich zumindest. Ja. Frische Luft und alles ist okay soweit. Unsere erste Kuh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh mein Gott. Yep.